After my recent experience, successful experience, playing RPGs on Hangout, I've noticed a really interesting phenomenon. It happens when you play with a new group. I mean, a group of people you don't know, you never played before. Sizing. Mm-hmm. Okay. Ja, das sieht man an diesem description level. Das schaut so ein bisschen orange aus. Sie heißt auch so, die Kupferrote, aber es ist ja wurscht. Und dann haben wir noch die Kleidermotte. Ist blond. Ja. Und schaut ein bisschen zupft aus. Ja. Also, schau mich nicht an. Nein, eben nicht. Okay. Unterscheiden sich darin, dass die Kleidermotte frisst Keratine, das ist Wolle, Seide, Rosshaar, Federn. Also das gehört alles der Kleidermotte. Und die Lebensmittelmotte frisst zum Beispiel Kohlenhydrate, Nudeln, Bröseln, Müsli. Aber nichts Künstliches, ne? Nichts Künstliches. Weder noch. Also weder noch, genau. Biologische Sachen. Welche sind schädlicher? Na, das kommt drauf an, ob ich jetzt ein Modedesigner bin oder eine Drogerie. Ja, genau. Also wenn ich mit Kleidung zu tun habe, dann ist es natürlich die Kleidermotte. Weil eben Kaschmir, Seide, das wird alles besonders gern gefressen, und auch Pelze. Die Lebensmittelmotte peinlich in Drogerien, in Apotheken oder überall, wo Gewürze oder Kräuter gelagert sind. Okay. Also jetzt auf jeden Fall Kampf der Motte, wie gehen wir vor? Wie packen wir es? Bei den Kleidermotten, die können wir ein bisschen verwirren und ein bisschen austricksen. Wir nehmen einfach Düfte, wie hier das Lavendelpackerl. Immer ein bisschen ankneten, damit es auch schön riecht. Der Lavendel riecht sehr stark und macht so einen Art Vorhang, einen Geruchsvorhang, sodass die Motten gar nicht bis zu den Objekten ihrer Begierde, nämlich zu unseren Wollsachen, kommen. Das gleiche kann man auch mit einem Zedernholz machen, das gibt es so Blattern oder so. Auch immer ein bisschen anreiben, damit die so Dickelchen freigelegt werden. Riecht toll. Gut, also damit verwirren wir es. Also das heißt, wir führen sie irre. Wir führen sie in die Irre. Sie finden erst gar nicht hin. Sie finden erst gar nicht hin. Genau. I'm open. I'm giving the target. See? Oh! Yeah, you're open. Don't put it on the light. It'll burn. It'll burn the rubber and pop. You idiot! I'm sorry. I didn't see you were open. You weren't giving me... You know, there's always going to be the first guy. The first player who's gonna talk is always gonna be the first one to talk, you know? The first one to roleplay, the first one to describe what his character does. And and this is where it's crucial. This is where it's happening for me. Because what I've noticed, for example, in my my recent Friday the 13th game, Bash was the first to talk, so he was the first to describe his scene in the New World of Darkness storytelling system. You know, the approach, you know, there's always many different approaches. But the basic approach is to kind of talk at the third person, describing what you do in a lot of details, and, you know, telling the story in the eyes of your character kind of thing. So Bash does it very well, so he starts, and the way he describes the thing, and I'm going to give you several examples, so he starts and he goes, okay, so Jason Wilson, you know, gets in his, you know, he stole a few beers from his parents, from his mother, got those beers in his bag, and gets in his car, is to the Tursel, and drives to the party. Das war auf jeden Fall jetzt die Kleidermotte. Das war die Kleidermotte. Vorbeugen bei den Lebensmitteln kann man relativ leicht. Alle Lebensmittel sublimieren, umpacken in eine Dose mit Klemmbrettchen. So, aus. So in a few sentences going like, fest wegpacken geht doch dieser mit raus. Saying that he woke up this morning with the idea to hit that party. Man kann sowohl für die eine wie für die andere Zimmer wieder bei dem was gleiches
kann man Fallen aufstellen. Das sind so diese in verschiedenen Designs und welche Häusern die wohnen. In diesen Häuslichen sind so Liebesstreifen drinnen. Die riechen gut, das ist ja mit einem eigenen Sexualduftstoff schon angereichert. Und die Motten kommen hin. Auf dieser Position sind die Larven, also da sind die noch nicht fertigen. Mhm. Die gibt man dann so in den Kasten hinein, egal ob Küche oder Kleiderkasten. Da schlüpfen dann die Schlupfwespen drauf, die Trichogrammas. Die legen dann ihre Eier in die Eier von den Motten. Mhm. Jetzt kommt immer die Frage, dann habe ich lauter Schlupfwespen in meinem Kasten, wie auch immer. Ja, macht nichts, sterben eh. Und die sind so klein, also man sieht sie eigentlich nur wie ein paar Bröseln. Mhm. Am Papier. Mehr ist es nicht und das kann man dann wegsaugen. Okay, und riecht bei weitem nicht. Hi, Thank you.